lieber Chris oder Chris? Chris oder Chris? Chris. Chris. Wir spielen nur mit den Hauptcharakteren. Okay. Hier. Nicht mit denen. Nebenschlunz. Nebenschlunzis. Baggert er ihn an? Ich hab keine Ahnung, vielleicht kennen die sie. Vielleicht sind sie jetzt schon zusammen da. Hello. Is it me you're looking for? Aber sieht nicht so aus. Nö. Oh Gott. Sieht aus, als ob Chris und Anki ist und die es ihn anmacht. Sie haben genug. Listen, sweetheart. You're here to pour drinks and look pretty. Oh. Den hast du verdient, Chris. Pierce nimmt ihn mit nach Hause und durchstellt ihn aus. Ich habe jetzt schon ganz viele Gay Feels für die beiden. Hör bloß auf. Er ist ein Fanboy. Chris hat einfach seinen Lebensinhalt verloren, nachdem er Whiskey mit dem Kahn versiegen. Pierce Nibbons. If you walk away now, then this will fall for nothing. Ich habe jetzt schon ganz viele Shipping Feels für die beiden. Hör mir auf, ey. BSAA muss auch schon ein bisschen was leisten. BSAA kann meinen Arsch küssen. Oder Arsch haben. Das würde Pierce gefallen. Er hat wirklich ein bisschen, er sieht ein bisschen menschlicher aus. Ja, er ist wieder schlanker geworden. Er hat ein bisschen abgebaut. Ein bisschen. Oh Gott. Also das könnte man nicht sehen, du. Oh Gott. Hi, du. Oh. Was ist die Waffe? Die sind ein süßes Pärchen. Mach jetzt auf! Warum? Der hast du was gegen Homosexuelle? Der liebt seine Jill. Seine Jill? Seine Jill. Ist sie nicht auch gut? Nein! Wo ist sie? Die ist, die war bei Wesker eine Weile und dann in Teil 5 findest du sie wieder und dann musst du ihr erstmal ihr komisches, dieses komische Ding aus der Brust reißen. Ist sie tot? Nein! Die, er dachte die ganze Zeit, sie ist tot, aber sie war bei Wesker. Wesker hat sie vom Boden abgefangen. Wo war die denn die letzten 6 Monate? Weiß ich nicht. Weil Pierce hat 6 Monate nach ihm gesucht, während er seine Sauftour durchgezogen hat. Ja, vielleicht hat Jill mit dem Schluss gemacht. Na, dann ist doch egal, dann wird er jetzt holen. Einfach nicht gut mit uns beiden. Dein kleiner Penis macht mir einfach zu sehr zu schaffen. Weißt du, was mich total anpisst? Was? Man kann sich nichts mehr angucken und dann sagen die nichts mehr dazu. Man kann sich nichts mehr angucken und dann sagen die nichts mehr. Oh, Pierce. Oh, Pierce ist gut. Schön, Pierce. Ich mag ihn jetzt schon. Wer ist eigentlich mit Vornamen? Pierce! Boah, Alter, das ist so ein Tier, dieser Mann. Kühlschrank. Ja. Stöhnt hier so. Hunde! Aber ich will den jetzt mitnehmen für unsere zukünftige Wohnung, aber leider keine Zeit. Hast du ihn jetzt auch schon? Nein. Komm mal. Vielleicht doch, einfach aus Langeweile. Einfach aus Spaß. Weil ja, das weil die das so gut. Weil man das immer so gut kann. Chris ist ja auch wirklich so ein bisschen fragwürdig. Was haben wir denn? Hat mit seinen Lady Friends irgendwie nie was angefangen. Ja, was haben wir denn? Oh, sind die Männer immer. Chris hat weder was mit Sharon noch irgendwie mit Claire was gehabt. Claire ist ja auch seine Schwester, Herrgott! Ach man, jetzt stolper ich über meine eigenen toten Teamkameraden. Das ist immer traurig. Nur lustig. Haha! Haha! Oh! Ja, Bruder! Wo ist Pierce? Keine Ahnung. Yes! Moin? Oh boy. Okay. Gut, der Junge hat sehr viel Enthusiasmus in sich. Er ist bereit in den Kampf zu rennen. Egal, was ihm im Weg steht. Mondmonster soll nicht spielen. Ah, ja. Wow! Bam! Motherfucker! Ja, also das ist richtig. Romantisch, dieses Sonnenuntergangslicht. Ja,
die beiden. Voll gut! Aua! Gib ihm aufs Maul, Mann, Chris! Ich stolpere jetzt erstmal über die Leiter. Also im Hybrid auch nicht so viel. Ich weiß nicht, was er da macht, keine Ahnung. Er reißt ihm die Flügel raus! Geht's. Nett von ihm. Das ist Chris. Komm, hier kann ich nicht durch ohne Pierce. Da ist er doch! Wo war er denn? Er ist gut da drin, unsichtbar zu sein. Das zeichnet einen guten Arschkriecher auch aus. Lass es uns auf die mexikanische Art machen. Oh, hier. Mit dem Kopf im Mess? Wir brauchen dafür Esel. Galba. Irgendwas. HQ to Alpha. We have your mission brief. Mr. President? Chelsea? Die haben alle nicht mitgemacht. Das heißt, bis auf Pierce. Das heißt, wir hätten uns alle auf sie draufwerfen dürfen. Galbeck? Kennst du nicht das Mr. President-Spiel? Nein. Oh, gut. Was steht denn da? Okay. Wir sind Alpha? Ja, die haben alle Geiseln. Und du sollst nicht mitkommen, ohne die Geiseln zu tun. Kopierst du erstmal von dem Komm zurück! Insektenvieh. Ah! Scheiße! Scheiße! Hat er Kinder gekriegt? Oh no! Gut, dass die Geisel kaputt ist. Du hast sie nämlich ein paar Mal richtig heftig mit erwischt. Ja. Und ihr sogar einen Ellbogen gegeben. Na, aber ich hab sie gerettet damit. Ich glaube, die beiden werden nicht glücklich mit mir. Aber er sieht so fanboyig aus von Chris. Sieht aus wie ein kleiner Hipster mit seinem Party. Oh, Schmilzis. Was hat er denn eigentlich? Kopfschmerzen? Ah, oh, diese Migräne. Er trägt einen Anblick von Schmilzis nicht. Was ist das eigentlich? Schmilzis? Weil ich meine, seine Flashbacks. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Also, Chris ist da durch gegengerannt und hat irgendwie seine ganzen Kameraden verloren, weil die alle tot gegangen sind. Ist, ist 6 Monate saufen gegangen, sitzt neben Pierce und Pierce so, ey, ich bin Pierce. Und er so, fick dich. Ja, bist du? Ich kenne dich nicht. Ey, ich war neben dir, ich hab dir deinen beschissenen Arsch gerettet. Oh, super Genickbruch. Los, wir machen ihn fertig. In so einer dunklen Gasse zusammen. Hier, es schießt doch, nicht nur drauf gucken. Boah, der ist so schön. Der sollte America's Next Topmodel werden. Ich dachte im ersten Moment, das war ein Spiegel. Was ist das? Ups. Das ist auch so. Ich verstehe es nicht. Ich komme darauf echt nicht klar. Dieser Filmtyp, er guckt den einmal an und sagt so, ey, alles wird gut. Der stirbt. Und Chris verfällt in so einem Saufkoma. Pierce kämpft die ganze Zeit an seiner Seite. Wer bist du? Keine Ahnung, die katatonische Schizophrenie bei Chris. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das war eher katatonische Amnesie. Stirb, Zombie. Das ist kein Zombie. Das war ein Zitat. Stirb, Zombie? Ja. Stirb, Zombie! Gut gemacht, Professor Nancy. Von SpongeBob. Achso! Oh, achso! Nein, Chris. Schön macht er das. Das ist Pierce. Jetzt ist es hier nicht so dunkel wie Leon. Das ist ja wie Mohun. Nein, die Moorhühner schießen nicht mit Raketenwerfern zurück. Da hast du schon die neueste Version davon gespielt, ich auch schon. Ich wünschte, ich hätte einen Sniper. Hast du nicht? Nee. Die schicken ihn auf eine Mission und geben ihm 2 Waffen. PSA. PSA, ja. Mutierte Jabo. Manchmal mutieren. Was?
dich in Acht, Chris. Schauen wir lieber an. Wer weiß, was da so alles vor sich mutiert. Mal gucken, wie sich Jade jetzt richtig verhält in der Mission. Und ich will tun ihn jetzt. Weißt du, ich hab das wunderbar gemacht, ja? Und mich hat das überhaupt nichts geworden. Weißt du, was hart wäre, wenn man so ein Replay bekommen würde von dem, wie man das selber gespielt hat? Dann würden wir ja ewige Leiter. Wahrscheinlich. Naja, ganz ruhig. Das ist Jake. Den sich gar nicht so mal gemacht hat. Jake. Was ist denn hier mit den Leuten los? Die haben Probleme mit den Türen. Das Problem ist, das Schiff heißt Jake. Jake. Und Google, also such das mal auf Tanda, du kriegst halt wirklich nur Shakes. Erdbeer-Shake und Shake. Wer ist denn die anderen? Das weiß ich gar nicht, ich habe wirklich nur Shake nachgeguckt. Krius. Krius. Das klingt schon ganz schön gay, ne? Krius? Wie queer. Ja, ansonsten würde mich nämlich Piss heißen. Ich kann dann Jake heißen, dann können die auch Piss heißen. Piss ist gut. Piss. Ich bin total für Piss. Helion. 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 Helion, das heißt Helion. Also finde ich Jake immer noch gut am besten. Ja! Du nutzloses Stück Scheiße! Lass Jake in Ruhe! Ich mag Jake. Leave him alone! Ada! Vielleicht ist das Schreck oder was? Emma? Vor Ada? Die Böse? Faster, Piers! Faster! Hi, I'm Chris Redfield, welcome to Jack. Ja, ich twittere, dass wir gerade Resident Evil spielen. Hashtag es mit lololol, Chris Redfield, lol. Welchen Two Girls One Gamepad Twitter Account einrichten, dann kannst du für die twittern. Immer wenn wir spielen. Oh, hi. Ich glaube, da folgt uns ein Mund. Außer unser eine kleiner Fan, die uns irgendwie jedes Dumpo-Video im Kommentar gesetzt hat. Super, süß, ne? Ja. Hört bloß nicht auf! Ja, mach mir nicht! Die hat so einen Frank-Hörschal! Du bist voll auf Pies geschossen. Pies, ey! Verkleide dich nicht als Ex, das ist gefährlich! Ja, keine Ahnung. So. What the... Chris! Chris! Wir sind übel, Leute. Hauptsache, Chris hat Spaß. Was kann man hier noch ausprobieren? Chris, oh. Ja, komm, lass mal rutschen, Chris. Ja, ich krieg da hin. Oh, er ist so cool. Die Resident Evil, Leute. Kann ich hier noch ein bisschen Tischtennis spielen? Was für eine winzige Platte.